Okay, Leute, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Tears of the Kingdom. Und in dieser Folge gibt es gleich mal einiges, einige Dinge. First of all, das ist die erste Aufnahme mit der neuen Capture Card. Ich hatte ziemlich viel technische Probleme mit dem Ding, aber jetzt habe ich es soweit ganz gut hingekriegt und kann jetzt in anständiger, geiler Qualität aufnehmen. Und man sieht es schon ein bisschen, vielleicht die Farben sind ein bisschen anders. Ich habe es mir ja schon, ich glaube, ich habe das am Anfang des Projekts mal erklärt, dass ich mal so in andere Let's Plays reingeguckt habe und gesehen habe, ey, irgendwie ist die ganze Farbgebung so ein bisschen anders bei denen. Vor allem im Ladescreen erkennt man das. Und das werdet ihr gleich auch sehen, sobald ich mal in den Ladescreen gehe. Ich werde es euch erläutern, ja. Das zum einen. Zum anderen, ich habe den letzten Brunnen gefunden. Ich habe tatsächlich, es ist noch eine Stelle auf der Karte markiert, die ich einfach nicht gesehen habe. Die war ganz fies versteckt unter zwei Schreinen. Und zum anderen, wenn ich die Karte öffne, ta-ta-ta-ta, ich habe mal Schreine markiert. Die, die mir noch fehlen. Ich glaube, einer fehlt mir immer noch in der Markierung. Ich werde jetzt erstmal hier die fertig machen. Ich hatte jetzt eben keine Lust, mich noch weiter drum zu kümmern. Tatsächlich fehlen auch noch zwei in der Luft. Da, an den beiden Stellen sind doch noch welche in der Luft. Ich dachte, ich wäre fertig. Naja, naja, naja. Genau, und ja, hier. Da ist der letzte Brunnen. Ich hatte das auch schon letztes Mal markiert, wie gesagt. Ich habe es einfach nur in der letzten Folge am Ende halt nicht gesehen. Das heißt, das machen wir ganz schnell. Geben wir schnell die Brunnenquests ab. Dann haben wir das fertig. Und dann gucke ich mal ein bisschen nach Schreinen. Ich würde vielleicht sogar erstmal in die Luft gehen. Einfach damit, naja, das sind wahrscheinlich Schreine, die ein bisschen einfacher zu finden sind. Ich kann mir vorstellen, dass alle anderen oder fast alle anderen welche sind, die, ja, im Boden irgendwo sind, ne, oder in welche Höhlen. Von daher wird es ein bisschen furchtbar. Aber wir kriegen das schon hin, wir kriegen das schon hin. Ich habe ja zur Not noch eine Internetseite, die auch die genauen Locations dann zeigt, mit Beschreibung und so. Das passt schon. So, da ist er. Der letzte Brunnen. Hallo. Brunnen am Stall am See. Habe ich den einfach verpasst? Ich dummes Stück Scheiße. Achso, Ladescreen hatten wir ja gerade, ne? Hier. Jetzt nochmal drauf achten. Pass auf. Da rechts. Da, wo so alles angezeigt wird, ne? Die Sachen, die ich habe. Da seht ihr diese lustigen Kreise da, ne? Dieses Kreismuster da im Hintergrund. Das konnte man vorher quasi nicht sehen. Genau wie beim Ladescreen. Dieses Logo hinter dem Zelda-Logo noch. Das konnte man vorher einfach nicht sehen. Weil die Farbgebung, der Kontrast irgendwie so komisch war. Und zum Beispiel auch, wenn ich jetzt mal ins Menü gehe, da oben bei den Reitern von den Sachen. Da sieht man jetzt auch endlich hier im schwarzen Hintergrund quasi, wo was ist. Konnte man vorher auch nicht wirklich erkennen. Ja, mein Gott. Ich hoffe übrigens, der Sound ist so cool. Ich habe jetzt, ich muss die Soundeinstellung jetzt ein bisschen ändern. Ich glaube, es ist ein bisschen lauter, aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich glaube, es geht noch klar. Muss ich mal testen nach der Folge, nur mal mir genau anhören. Ich tendiere dazu ja immer, Sounds ein bisschen zu laut zu haben. So! Auf Feen treffen. Ja, ja, ja. So, ich hab's. Ich habe den letzten Brunnen gefunden. Vielen Dank, jetzt weiß ich von eins weiterem Brunnen. Also jetzt wie versprochen 10 Rubine. Nimm sie dir. Danke. Damit hast du mir jetzt alle 58 Orte genannt, an denen sich ein Hyrule Brunnen befinden. Hier, nimm das als Belohnung. Von mir selbst gemacht. Da steckt all meine Leidenschaft für Brunnen drin. Brunnenbelohnung, okay. Als Dank für das Finden sämtlicher Brunnen in Hyrule hat dir Kressa diese wunderhübsche Miniatur hinter Glas als Geschenk überreicht. Vielen Dank, jetzt kann mein Traum endlich wahr werden. Ich werde reisen, um alle Brunnen der Welt zu besichtigen. Mhm. Dahinter wäre sogar noch was, aber I don't care. Okay, ist das jetzt einfach so ein Item hier auch? Oder wie sieht das aus? Boah, die ganzen Strukturen sehen jetzt echt viel detaillierter aus. Ja, da tatsächlich. Ich sortiere mal. Brunnenbelohnung. Toll! Fantastisch. Ich bin mal wieder absolut begeistert. Okay, ja, ne? Dann würde ich sagen, hauen wir ab. Und gucken mal nach den Schreinen und fangen, wie gesagt, im Himmel an. Ich gehe mal hier hin zuerst, oder? Kann man irgendwie... von wo kommen wir denn? Ja, potenziell kommt man von hier gut hin, weil ich glaube, die Insel war ja sehr weit oben, ne? Ja, der Sound ist auf jeden Fall lauter als vorher. Aber ist okay. Ich glaube, ich hatte vorher den Sound auch echt mal ein bisschen leise. Das ist schön, dass es so am Ende des Projekts auf einmal so Qualität auf einmal da ist. Oh, sieht so schön aus jetzt. Guckt euch das an. Ich bin begeistert. Oh. Ja.
Ich meine, HD 60S Plus, ich kann ja so ein bisschen mal erzählen, wenn ich, haben wir den Automaten da schon? Wir haben den Automaten da gar nicht. Nein! Was war das denn jetzt? Ich wollte nicht auf den Kumpel da steigen. Oh Gott, Glück gehabt. Ja, ich hatte wirklich sehr viel technische Probleme und jetzt hat sich auch meine Aufnahmemethode hier ein bisschen geändert. Nicht allzu krass, aber ein bisschen. Ich könnte darüber erzählen. Und da jetzt sowieso eigentlich nicht so viel ansteht. Quatsch, kann ich das eigentlich auch machen? Ja, im Grunde genommen nehme ich jetzt komplett über OBS auf. Also, ich habe ja auch vorher über OBS. Das ist der Tutorial-Typ dafür eigentlich, habe ich recht. Wieder. Etwas vorschnell, Seltenheit, bin ab. Ja. Habe ich ja noch gar nicht benutzt. Ich skip das. Sorry, ich hoffe, das ist okay. Okay. Es ist so klar, dass ich wieder das Tutorial-Ding verpasse, ne? Es ist immer das gleiche. So. Gib mal gute Sachen. Guten Stoff. Juhu. Ja, im Grunde genommen, ne, habe ich ja immer meine Capture Card. Also ich habe ja die HD 60 S Plus mir jetzt gekauft. Das ist quasi die gleiche Capture Card, die ich vorher hatte, nur leicht geupgradet. Nämlich halt das Nachfolgemodell, was jetzt auch 4K kann. Ja. Und ja, wie es ja auch aussieht, anscheinend ein bisschen bessere Farbgebung hat. Der Witz ist aber, dass mein altes Capture-Programm, also das Game Capture HD von Elgato, damit nicht mehr funktioniert und ich mir diese 4K Utility Dingsbums-Programm runterladen musste. Dachte mir, ja gut, ich weiß, dass das Programm ein bisschen doof ist, dass man da nicht mehr so viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Aber ist schon okay, dachte ich mir. Ich hoffe übrigens, das reicht so von der... Das reicht niemals. Wo muss ich überhaupt hin? Also, wo ist das? Oh nein, das ist das da, habe ich recht. Och du Scheiße, okay. Ja, wie komme ich denn da jetzt am besten rein? Boah. Da muss man wieder irgendwie hinfliegen, habe ich recht? Boah, ich hasse Fliegen. Dann würde ich das ja... Sind die Inseln hier, ne? Komm, dann porte ich mich dahin. Ja. Und dieses Programm ist halt wirklich noch furchtbarer als das. Kompletter Mist, dieses Programm. Es funktioniert einfach nicht richtig, weil das Bild wird verzögert und mit Lag dargestellt. Also Delay und das läuft, es ruckelt halt scheiße rum. Und ja, im Endeffekt nehme ich jetzt über OBS halt einen Mikrofon auf und habe jetzt quasi über OBS so ein Vollbild mir anzeigen lassen. Das funktioniert nämlich, ist ziemlich cool. Und das auch die Sound quasi. Also man kann auch bei OBS einstellen, dass man den Capture Card Sound hört. Und das tue ich halt jetzt, weil ich will auch den Sound hören. Und jetzt kann ich hier in wunderbarer Qualität aufnehmen, lagfrei und verzögerungsfrei. Das einzig Doofe ist halt jetzt, dass es ein bisschen, ja, dass ich halt jedes Mal, wenn ich OBS öffne, das erstmal wieder einstellen muss, aber das ist okay. Plus ein bisschen andere Soundeinstellung. Und wenn ich jetzt zum Beispiel vom PC aufnehme, muss ich da ein bisschen Einstellungen ändern. An sich dauert es nicht lang. Ich habe halt nur immer die Angst, dass ich es mal vergesse und dann wieder falsch einstelle und so. Ja, ist immer ein bisschen anstrengend alles. Aber naja, ja, Alter, da jetzt hinkommen, das ist ja richtig kacke schon wieder. Ja, am besten, hey, da ist ja so ein Ding. Sagen, am besten eigentlich so zwei Dinger, mit denen ich mich quasi immer hin und her porte. Warum sind da so Trampoline dran? Das bringt ja irgendwie nichts. Aber die halten auch nicht ewig, ne? Warte mal, da war ich auch noch nicht drauf, oder? Doch, war ich sogar. War das ja noch weiter weg. Aber auf der anderen Seite könnte es von da funktionieren, wenn ich... Warte mal. Ja, komm, ich porte mich mal hin.
Wenn ich quasi von oben halt runterfalle, ist das ja deutlich einfacher. Auch mit einem irgendwie Fluggerät, was ich mir dann da baue. So, das ist ja scheiße. Ich bin unten, ne? Oh. Das ist oben. Okay. Ah, ein ewiges Hin und Her, Leute. Wir haben den Himmel dann bald geschafft. Wobei, wir müssen dann noch die komischen Villen der Weisen finden. Oh. So. Wie sieht's denn jetzt aus? Naja. Sind wir noch nicht wirklich goldig? Was ist das da? Ist wieder die Anfangsinsel, ne? Ich flieg mal dahin. Muss ich irgendwie schaffen, da hinten hinzufliegen. Im Gleiter. Gleiten. Aha. Aha, das sieht doch schon mal interessant aus. Leider wird es nicht so lange halten, glaube ich. Wie viel habe ich denn von den Ventilatoren? Von den Ventilatoren? 8. Scheiße. Naja, wir müssen es versuchen, ne? Ich speichere mal ab. Mehr bleibt uns nicht übrig, leider. La 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 la. Ist ein weiter Weg, ne? Ich denke, Batteriemöglichkeiten habe ich genug, aber und man packen halt auch die ganzen Ventilatoren ab, ihr wisst es. Hätte ich noch ein paar mehr ranpappen sollen. Wenn ich noch ein bisschen länger aushalte, aber wer weiß. Wobei Ventilatoren. Ne, warte mal, Raketenspacke irgendwann ab, aber Ventilatoren gar nicht so unbedingt, ne? Ja, wir werden sehen. Man kann ja irgendwie nicht ewig weit fliegen, glaube ich. Boah, zieht das viel! Holy shit. Na gut, ich habe ja noch ein paar Batterien rum. Also, so ein paar Energiezellen, ihr wisst schon. Ist fein. Ist fein. Und zur Not kann ich den letzten Rest dann auch vielleicht hingleiten. So. Einmal so ein großes Ding bitte. Ein großer! Wie viel habe ich davon? 31. Flop. Oh, das ist schon. Ach nee, das ist einfach das Batterieding, ne? Dachte schon, jetzt fällt irgendwas ab. La 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 la. Ich mag es gar nicht. Ja, okay, aber ich glaube, ich bin schon so halbwegs auf der sicheren Seite. Wenn ich jetzt quasi, selbst wenn ich jetzt runterfalle, also das Ding kaputt geht, dann kann ich da immer noch hingleiten wahrscheinlich. Wobei ich natürlich lieben gerne auch direkt oben landen würde. Da bestimmt ist da der Schrein. Aber ich weiß es nicht. Ja, ich verrecke immer ein bisschen. Ich weiß. Ich weiß doch. Scheiße, ich wollte nicht abspringen. Oh. Fuck. Ich glaube, ich habe ein bisschen noch was für Ausdauer. Ah, ich habe aus Versehen abspringen gedrückt, ey. Ich dämmel. Wer bin ich denn jetzt?
weiß nicht, ob das läuft. Ja, ich butte einfach alles ausdauermäßig, was ich habe, rein. Ich glaube, ich habe ein bisschen was. In irgendeiner Quest oder soll ich mal was bekommen? Boah, dass ich da jetzt abgesprungen bin, ist halt ätzend. Das wollte ich halt nicht. Hab ich irgendwie aus Versehen verdrückt. Ah, ja. Und wie gesagt, ich würde eigentlich ganz gerne oben landen. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie so eine Burg irgendwie, so ein bisschen. Mit ganz viel Fantasie. Sollte gehen. Vielleicht lande ich sogar so, dass ich da noch hochkraxeln kann. So, jetzt müssen wir hoffen, dass ich auch wirklich was habe für Ausdauer. Ja, guck mal hier. Oh ja, guck mal. Ganz entspannt. Oh komm, komm ich noch an die Kante da? Oh. Boah, okay. Glück gehabt. Alter Schwede. Ich werde jetzt auch nicht springen, sicherheitshalber, bevor ich irgendwie dumm bin. Wobei, reicht, Dicke. Ah, okay, ich bin hier, darauf kommt's an. So, jetzt ist die Frage, wo ist halt der Schrein? Es wird mir aber nichts angezeigt, das finde ich ein bisschen sass, um ehrlich zu sein. Also, der sagt, hier ist was. Aber schick hier, muss ich sagen. Mann ey. Bestimmt ein Krog hier oben, ne? Ja. Toll. Ja fuck, Alter, wo ist jetzt der Schrein? Ich speichere mal ab hier oben. Und fahre einfach mal runter. Mal gucken, was ich finde. Ich fahre runter, ich springe runter. Ja, okay, da wird was angezeigt. Oh, es ist eklig. Aber wo jetzt, ne? Ja, vielleicht da, warte mal. Tiefer, ach deine Mutter. Wahrscheinlich kann ich hier irgendwo rein. Aber es geht noch tiefer, sehe ich gerade. Guck mal, da ist ein Eingang, okay. Also theoretisch zumindest. Da ist auch der Schrein. Aber wie komme ich da jetzt rein, ist die Frage. Hoffen, dass irgendwo auf der anderen Seite ein Eingang ist. Aber ich weiß nicht. Befürchte auch eher nicht. Ist ja ein bisschen zu einfach irgendwie. Sternschnuppe. Hmm.
Das ist alles ein bisschen scheiße. Wehe, ich muss irgendwie doch von oben da rein, ey. Dann kotze ich aber ein bisschen. Okay. Kann man irgendwas hier sehen? Ist auch so dicht, ne? Kommt wirklich von oben da irgendwie rein, oder? Ich guck mal. Ne, ich gehe noch mal oben hin. Ups. Aber da ist ja offensichtlich kein Eingang. Oh, kann ich jetzt einfach mal stumpf nach unten? Nee. Fuck. Also hier ist... Ja. Ja, ich werde hier rein müssen. Ich bin mir relativ sicher. Aber wie kriegt man den Scheiß auf? Also irgendwo ein Knopf oder Nebel oder sowas? Das finde ich ja wirklich jetzt komplett insane hier. Mach auf! Ja. Hier ist der Laden hier. Ich Pell von Nick Luder? Archipel von Niklu. Null Ergebnisse. Ach, das ist ja toll. Mich verarschen. Toll, man weiß nicht, wie die Insel heißt. Das ist natürlich herrlich. Oh. Toll, mein Gott, was ist das denn jetzt hier? Wie finde ich denn das jetzt raus? Wie der heißt hier? Oh, da kriege ich wieder zu viel, ne? Wieso ist denn das jetzt nicht? Wieso ist das nicht markiert? Boah, ich krieg zu viel. Nick Luder Luftraum. Okay, Eurogamer, du bist durch. Dein Statistik ist scheiße. Boah, das nervt mich immer so unnormal, wenn man dann einfach nichts findet. Danke, geht doch. Ich habe ihn gefunden. Meine Fresse, ey. Glaube ich. Ja, oder auch nicht. Hä?
Ist denn der hier? Der ist wo ganz woanders jetzt, oder was? Nein, das ist doch was völlig an. Boah. Ich krieg zu viel. Ich krieg zu viel. Ich kann das nicht mehr. Alle Schreine, Himmelsinseln. Danke, das ist schon eine bessere Seite. Meine Güte. Seid live dabei, wie ich verzweifle, weil Leute einfach nicht richtig im Internet Lösungen schreiben können, weil sie einfach zu doof dafür sind. Muss ich so lange scrollen, bis er da ist? Das macht auch Spaß. Da! Jansanimo-Schrein. Zum Glück ist die Beschreibung auch gar nicht lang. Ja. Ah, okay. Man muss wohl nach oben. Warte mal. Ich habe gespeichert. Nochmal nach unten. Ah. Ja, wirklich ganz nach unten. Vielleicht war das zu weit unten. Das war wohl zu weit unten. Irgendwo startet halt wieder so eine Prüfung. Besser. Okay, das was höher ist, haben wir bisher auch noch nie gehört. Schön. Oh, das ist so anstrengend. Dieses dumme Herausfinden. Folge jetzt mal diesen lustigen Kreisen hier. Ja, toll, da ist ein Kork drin, das ist ja ganz fantastisch. Ach lol. Oh mein Gott, da war sie ganze Zeit. Oh, ich hasse mein Leben. Uff. Wow, ich hätte es mir so einfach machen können. Ich hole den Krogballen rausgehen. Vielleicht. Uff. Ich hab's einfach nicht gesehen. Jetzt habe ich es auch verstanden. Ach Mann, ey, wieso habe ich das denn nicht gesehen? Kann ja wohl nicht angehen. Ups. Einfach nur nach oben. Juhu. Hoch. Das war's schon. Jetzt hier nämlich auf, ne? Ja. Okay. Okay. Vorsichtig. Wenn ich getroffen werde, ist wahrscheinlich gar nicht so. Gar nicht so schlimm. Never mind. Jetzt gefangen hier drin oder was? Ist jetzt wieder auf?
Ist es jetzt auch? Ich weiß es nicht. Da muss man wirklich nochmal komplett nach unten. Ja, okay. Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay, ich glaube, es geht dann wieder auf. Okay, das wird ätzend. Alter, ich sehe nicht, wo... Gut, was frei... Alter. Das ist perspektivisch auch ganz schön räudig, weil man gar nicht sieht, welcher Höhe der Laser jetzt ist. Also, nein! Alter, was ist das denn jetzt? Ja, ganz ruhig irgendwie. So. Okay, letzte Hürde. Okay. Das war anstrengend. Boah, ich bin fast gestorben, glaube ich, durch diesen Aufprall da, der fast passiert wäre. Das war anstrengend. Alles davon. Hier hinkommen. Checken, was abgeht. Och, jetzt muss ich auch noch überleben. Oh, nee, Alter. Erleichtert. Aha. Ach so, deswegen erleichtert. Voll daneben. Aua. Bin weil er so stark ist, ist mir egal. Flup. So, Raketen. Nett. So. Oh, 26. Geil. Ja, guck mal. Easy game. Oh, werde ich hier beworfen? Mit Steinen? Ist ja frech. One hit. One hit. One hit. Ja gut, ne? Dass ich jetzt irgendwie schon dieses Schwert habe, ich weiß nicht, ob das so geplant war vom Spiel, aber irgendwie ist das ganz schön OP. At this point. Link! Ah, danke. Das reicht doch schon, ne? Genau. Oh, ist hier gar nichts bewegen. Wie nicht wanted. Also da unten ist auf jeden Fall noch einer, das habe ich gesehen. Gehe ich da auch mal hin. Oh, das ist tatsächlich schon der letzte, glaube ich. Jo. Nee, einer ist noch irgendwo. Ich wollte nicht runter. Ah, da oben. Okay. Muss ich mich da jetzt doch mit den Dingern hier hinarbeiten, oder was? Ist ja verätzend. I guess.
glaube, es reicht nämlich nicht. Warte. Ich glaube, es reicht nämlich nicht, wenn ich da mich durchdingse. Aber ich kann das ja als Zwischenplattform benutzen, gell? Glück gehabt. So! Dann machst du auch nochmal einen geschmeidigen Abflug! Sehr schön. Wow! Da falle ich schon. Mochte ich. Oh. Nett. Herrlich. Okay. Ja, dann gucke ich jetzt nochmal schnell nach dem letzten Schrein in der Luft und hoffe, dass ich ihn halbwegs schnell kriege, aber ich gehe nicht davon aus, weil das Spiel ein räudiges Stück ist. Aber mal schauen, ne? So, dann können wir wegmachen hier. Jetzt haben wir den wenigstens. Herrlich. Und hier. Ja, da scheint nichts zu sein, tatsächlich. Ich kann ja nochmal, warte mal, ich habe die Karte noch offen. Ne, da ist definitiv nichts. Schon ein bisschen lame. Naja, gut. Ja, oh Gott. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Ich mach einfach mal von hier. Da können wir uns wahrscheinlich auch rüber boosten mit dem, ne? Katapult. Wo muss ich hin? In den Süden. In dem Ding habe ich recht. Scheiße. Ja, was gibt's hier so? Gleiter. Toll. Na komm, wir machen jetzt folgendes, ich speichere. Die Folge ist eigentlich sowieso bald vorbei, aber egal. Machen wir mal 3 Stück. So, achso, Steuern halt vergessen. Nein. So, achso, das Problem ist natürlich immer das Starten, ne? Da war ja was. Ja. Mhm, genau. Das ist gerade passiert. Aber ich kann ja damit starten. Ich Doofkopf. Zum Glück wurde ich gerade weggeboxt, so habe ich mich daran erinnert. Nein! Alter. Das Spiel macht mich fertig. Reicht wahrscheinlich wieder nicht. Ich war dran! Bullshit-Spiel, ey. Ehrlich. Ach, ich hab Scheiße. Ich hasse dieses Prinzip. Boah, es macht so. Es ist so. Oh. Ich hasse dieses Spiel manchmal.
Genau wegen so einer Scheiße. Meine Fresse. Muss es denn sein? Muss es wirklich sein? Oh. Können Sie nicht ein bisschen mehr Zeit dazwischen lassen? Wirklich, ey. Ja, wenn ich in der Automatik irgendwas drin. Ja. Geh da ran, du Affe! Das geht einfach nicht, oder was? Warum geht das denn nicht? Gibt es dafür eine logische Erklärung? Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr gerade. Ich werde mal schauen, wie man hier am besten hochkommt. Es macht alles keinen Spaß mehr. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.